Diese 97-jährige Ukrainerin ist 10 Kilometer zu Fuß gegangen, um den russischen Angriffen an der Front zu entkommen. Ganz allein verließ Lidia Luminowska ihr Heimatdorf in der ukrainischen Region Donetsk, das von der russischen Armee beschossen wird. Ich habe so sehr gelitten. Ich war zu Fuß unterwegs und es war niemand zu sehen. Ich hörte nur die Schüsse. Ich dachte, sie würden auf mich schießen, während ich so dahinschlurfte. Mehrere Stunden lief die Seniorin mit einem improvisierten Gehstock, bis sie von zwei ukrainischen Soldaten aufgelesen wurde. Sie fragten: Großmütterchen, wo gehst du hin? Ich sagte, ich gehe, soweit ich kann, und dann falle ich ins Gras und bleibe über Nacht dort. Ich ging also mit ihnen mit. Ein Polizist der Weißen Engel bringt sie in eine Unterkunft in Pokrowsk. Die Spezialeinheit versorgt und evakuiert Zivilisten an der Frontlinie. Die Polizeikräfte der Weißen Engel stehen in ständigem Kontakt mit dem Militär und jede Reise wird sorgfältig geplant. Wenn wir die Erlaubnis bekommen, zu einer bestimmten Siedlung zu fahren, oder wenn es Informationen über die Notwendigkeit einer Evakuierung gibt, wird alles mit dem Hauptquartier abgesprochen. Und erst dann fährt die Gruppe los. Lidia Luminowska ist in Sicherheit, doch die heftigen Kämpfe in der Region gehen weiter. Ihr Dorf ist fast vollständig zerstört. Seit mehreren Monaten meldet die russische Armee Geländegewinne im Osten der Ukraine.